ich möchte schon die langen Haare behalten, aber so ein Stück kann schon gut ab. Vorne müssen die schon so ein bisschen kürzer sein, damit du hier so ein bisschen Bewegung auch drin hast. Also den ersten Laden, den ich nebenan hatte, die ersten 3 Jahre, der kam mir so per Zufall vor die Füße gefallen. Und der war ganz klein. Und das war für mich die Möglichkeit, mal alleine was zu machen. Also da gab es gar keine andere Möglichkeit, das alleine zu machen, weil da passte nur ein Stuhl rein. Während des Haareschneidens guckt man aus dem Fenster und entspannt sich, weil man sowieso nicht sieht, was ich da mache. Das wird vorher abgesprochen und ich denke immer, solange man vorher nicht so ein Vertrauen hergestellt hat, würde der Spiegel auch nichts nutzen. Also man entspannt sich definitiv besser, wenn man nicht sieht, was da passiert, als wenn man die ganze Zeit spekuliert, was das sein könnte, was da gerade passiert. Ich mache das nicht, weil ich gerne anders sein möchte als andere Friseurläden, sondern ich mache das so, weil ich das selber so gut finde. Ich habe hier immer Schallplatten laufen. Die Plattenauswahl variiert immer so ein bisschen nach dem, was gerade so aktuell von mir erworben wurde. Knete die einfach nur so ein bisschen. Okay. Zauber da jetzt nicht mit Rundbürsten. Ganz natürlich. Ja. Tada! Darf ich aufstehen? Bitte, hier ist der Spiegel. Mit 17 habe ich Schule geschmissen, habe mir eine Lehrstelle gesucht. Bin dann auch gleich zu Hause ausgezogen und habe das dann durchgezogen. Je länger ich das dann gemacht habe, desto mehr habe ich gemerkt, was für ein Gewinn das ist, wenn man irgendwas gut kann. Seitdem bin ich ganz glücklich mit meinem Beruf und komme auch jeden Tag wieder gerne her.